Was kannst du tun, wenn deine Freundin Hobbypsychologin ist, die ihren Abschluss durch Instagram Reels und TikTok gemacht hat? In diesem Video soll es um folgenden Fall gehen. Da gibt es ein richtig nices Reel, was ich gefunden habe. Schau dir das jetzt mal gemeinsam mit mir an. You're a narcissist. You know that? Like, you are a narcissist. And not only that, you're a misogynist. Like, hey, it's misogyny. See, and here you go. Like, you always gaslight me, and here you go gaslighting me again. I'm already traumatized, and like, I was just so delulu, I couldn't even see the person that you were, and now I'm freaking traumatized because of you. Du hast hier im Reel gesehen, du kriegst praktisch ständig irgendwelche Sachen vorgeworfen, was du falsch machst. So, dein Umgangston ist falsch, deine Beleidigung, deine Wertschätzung passt nicht und du kriegst deinen Begriff an den Kopf geworfen, wie dass du ein Narzisst bist und dass du toxisch bist und dass du Trauma bei ihr verursachst und. Und dass es ihr schlecht geht, dass sie eine Safe Zone braucht, dass sie sich unwohl fühlt und nicht gesehen und nicht... sich einfach nicht gut fühlt, dass sie da irgendwelche Probleme hat aufgrund deines Verhaltens. Und sie hat dafür Wörter gefunden, mit denen sie ihre Sprache weaponizen auf Englisch, ja, mit denen sie ihre Sprache zu einer Waffe machen kann, um dich damit anzugreifen. Und es ist oft so, auch Wörter wie misogyn oder sowas kriegst du dann vorgeworfen, dass du auf einmal ein Frauenhasser bist, weil du irgendwas gesagt oder getan hast. Und ständig passiert das irgendwie, dass sie irgendeinen Begriff hat für dein Verhalten. Und wenn du dann sagst, hier, nee, so ist es nicht, dann gaslightest du sie. Also immer ist irgendwas. Für jede einzelne Verhaltensweise hat sie einen Begriff und kann das ganz genau beziffern. Und du bist immer der Schuldige und sie selbst sieht ihren eigenen Part in der ganzen Geschichte einfach null. Sie ist eigentlich permanent im Angriffsmodus und greift nur dich an, aber kommt gar nicht in den Verteidigungsmodus, weil sie niemals sich selbst und ihr eigenes Verhalten reflektiert. Und wenn es zu solchen Gesprächen kommt, ja, dann hast du das Gefühl, dass die Vorwürfe, die sie dir macht, ungerechtfertigt sind, ja, weil sie oder ihr Verhalten an deinem Verhalten schuld ist. Aktio, Reaktio. Also in deinen Augen ist es so, dass sie was gemacht hat und du darauf eigentlich reagiert hast und das vielleicht dann auch, wenn wir einfach offen sind, ne, dass dein Verhalten dann vielleicht auch over the top war, dass dein Verhalten dann vielleicht auch zu viel war, dass dein Verhalten dann unangebracht war, unangemessen war, beleidigend war, dass dein Verhalten vom Umgangston nicht nett war, dass dein Verhalten auch nicht wertschätzend war. Ja, das stimmt. Aber derjenige, der das Verhalten aus dir provoziert hat, war sie, in deinen Augen. Und jetzt ist es so, es geht ja um eine Lösung. Du musst ja irgendwie dann auch wieder zusammenkommen mit deiner Freundin und die ganze Situation ordentlich kontrollieren. Denn deine Freundin ist Hobbypsychologin mit Abschluss TikTok. Dort lernt sie vielleicht, wie sie in den Angriffsmodus geht, wie sie ihre Sprache weaponized, zu einer Waffe macht. Aber lernt sie dort auch, wie sie dann sich wieder versöhnen kann, wie sie dann ein Endergebnis erzeugen kann, wo beide Partner in der Beziehung glücklich sind? Oder überlässt sie das komplett dir und windet sich dann raus mit dem Spruch, ja, also ganz ehrlich, am liebsten hätte ich einen Mann, dem ich das gar nicht erklären müsste, was er machen soll. Kennst du den Spruch, wenn Frauen das sagen? Wenn du sagst, ja, was soll ich denn machen, damit du jetzt wieder gut drauf bist? Das hast du 100% schon mal zu einer Frau gesagt. Wenn du es besser sagst, besser formuliert, was müsste denn passieren, dass wir uns in einer Stunde wieder gut verstehen? Was müsste ich denn tun oder sagen zu dir, dass alles wieder in Ordnung wäre? Schreib das mal auf. Und die meisten wissen überhaupt nicht, was da auf den Zettel soll. Frauen wissen das nicht. Und das ist der Grund, warum sie dann sagen, ja, am liebsten hätte ich gern einen Mann, dem ich das gar nicht erst erklären müsste. Aber die Wahrheit ist, sie können im Angriffsmodus die Sprache formulieren
und können sich da verbalisieren, was sie da meinen, weil sie es vorgegeben haben, bekommen durch TikTok etc. Die Vorwürfe sind möglicherweise komplett falsch, die sie da macht, weil sie nicht die ordentliche, richtige Definition dieser Begriffe wie Misogyn etc. anwendet. Das heißt, ihr Vorwurf ist schon falsch, den sie macht. Und dann auf der anderen Seite, wenn es dann nach dem Angriff wieder zur Versöhnung kommen soll, hat sie überhaupt keine Ahnung, wie sie das anstellt. Sie kann es gar nicht verbalisieren, hat eine emotionale Blockade da drin, in sich selbst, nennt es Trauma. Dabei ist es einfach fehlender Mut und fehlendes Wissen, das sie hat. Und schafft es dann nicht, zu einer Lösung zu kommen vom gesamten Problem, weil es bei ihr im Kopf keine Logik gibt. Es gibt keine zeitliche Logik bei ihr. Aktio, Reaktio. Diese Logik gibt es nicht. Es gibt nur, ich fühle mich gerade nicht danach. Und es passt mir gerade nicht. Und sorge jetzt dafür, dass ich mich wieder gut fühle. Aber die Probleme, die dazu geführt haben, dass du frech geworden bist, dass du ausfallend geworden bist, etc., dass sie dir auch mit Grund diese Vorwürfe vielleicht vorwirft, die Aktio, die Gründe, die dazu geführt haben, die sind ja überhaupt nicht beseitigt. Und die werden wieder vorkommen, solange es nicht ordentlich besprochen worden ist von dir, dass du ihr sagst, ja okay, ich mache das für dich, ich bin nicht mehr beleidigend, ich bin nicht mehr nicht wertschätzend, ich bin nicht mehr daneben mit meinem Umgangston dir gegenüber, okay, ich mache das für dich, aber dafür machst du auch Folgendes für mich. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, was du machen kannst, das ist nämlich die Lösung an der ganzen Geschichte. Du malst ihr oder mit ihr gemeinsam einen Zeitstrahl der Ereignisse, um in ihren Kopf reinzuhämmern, wer eigentlich schuld an dieser ganzen Misere ist und wer nicht. Und da soll sie gerne auch ein Part davon sein, weil es gibt hier zwei Fälle. Der eine Fall ist, du bist schlau und du hast recht und sie hat Unrecht. Der andere Fall ist, sie ist schlau, du bist dumm und sie hat recht und du bist im Unrecht. Und diese zwei Fälle gibt es einfach. Und hier kann keiner mit hundertprozentiger Sicherheit mit seiner Arroganz sagen, er ist immer im Recht. Du musst dich immer hinterfragen. Du musst immer dir selbst auch die Frage stellen, hey, gibt es denn nicht vielleicht auch die Möglichkeit, dass meine Interpretation der Dinge fehlerhaft ist und dass sie Recht hat und ich mich dafür entschuldigen muss und dass ich dafür einen Schritt zurückgehen muss und ich dafür sorgen muss, dass alles wieder gut ist. Diese Situation gibt es immer auch und diese Frage musst du dir immer stellen. Nur meistens ist das der Fall, dass das von der Frau nicht gemacht wird. Bei den Männern, die ich betreue. Vielleicht ist es in der Realität anders, aber bei den Männern, die ich betreue, die das Problem haben, ist es meistens so, dass die Frau das Problem verursacht und darum soll es jetzt einfach in diesem Video gehen. Dass es in der Praxis vielleicht öfter so ist, dass Männer sowas verursachen, mag sein. Aber so what? Es geht hier jetzt um den Fall, dass die Frau wirklich da im Unrecht ist und wie du das Ganze klären kannst, damit deine Freundin vom Hobbypsychologen zu einer normal denkenden Person wird. Also, jetzt ist es so, zum Beispiel hast du sie irgendwie beleidigt. Dein Umgangston hat nicht gepasst. Sie hat irgendwie irgendwo breitbeinig rumgelegen und man konnte in ihre Hose reingucken, ja, und ihre Unterwäsche sehen. Und dann hast du zu ihr irgendwie sowas gesagt wie, ey, kannst du dich mal nicht so nuttig hinsetzen, bitte? Ja, und das Wort nuttig war dann der falsche Umgangston, wo du nicht den richtigen Ton getroffen hast. Du hättest auch sowas sagen können wie, hey, könntest du dich vielleicht umsetzen? Du weißt genau, wie ich darüber denke, wenn du so da sitzt. Dann hättest du das Wort nuttig nicht in den Kopf genommen. Aber wenn du mal auf irgendwelche Pornoseiten drauf gehst etc., dann siehst du, wie die Frauen, die Nutten sind, dort da sitzen und das ist 1:1 das gleiche, wie deine Frau da saß. Also eigentlich ist die Bezeichnung relativ treffend, das ist ja noch nicht mal beleidigend gemeint, aber dein Umgangston hat dir nicht gepasst. Und da kann man auch echt diskutieren, da kann man sagen, okay, vielleicht ist das so. Was war denn aber die Aktion dafür? Sie saß breitbeinig da,
hatte ihre Klamotten nicht unter Kontrolle und saß so da, dass man ihre Unterwäsche sehen konnte, was absolut stillos und abtörend ist. Für Männer, die da auch einen gewissen Anspruch haben, das geht gar nicht. Ja? Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Und wenn so ein Fall mal ist, wer ist denn daran schuld? Also, deshalb malst du auf, Umgangston nuttig und feil dahin, sie sitzt breitbeinig da. Und jetzt musst du im Endeffekt darüber reden, was der Grund dafür ist, dass sie da sitzt wie eine Nutte. Was für einen Grund hat sie denn, sich so da hinzusetzen? Hat sie es denn nicht von ihrer Mutter gelernt, wie man ordentlich da sitzt, dass man ihr nicht unter den Rock schauen kann? Hat sie das nicht gelernt von ihren Eltern? Oder sitzt ihre Mutter vielleicht genauso da? Und hat sie jetzt deshalb einfach nicht gelernt und kann nichts dafür, dass sie so da sitzt und dass so ein Sitzen praktisch bei ihr normalisiert ist? Dann ist es deine Aufgabe, ihr das zu erklären. Und dann ist es ihre Aufgabe, das entweder anzunehmen oder halt weiterhin wie eine Nutte da zu sitzen. Dann, Thema Beleidigungen. So, vielleicht, mal ein Beispiel, du hast irgendwo dein Zeug liegen lassen, was wertvoll ist, und bist kurz irgendwo anders hingegangen. Und sie geht auch irgendwo anders hin und lässt dein Zeug einfach da liegen, obwohl sie weiß, dass dein Zeug relativ wertvoll ist und das nicht einfach da liegen gelassen werden kann, weil es sonst vielleicht geklaut wird. Und sie geht fahrlässig mit deinem Zeug um. Das kann auch sein, dass du irgendwo deinen Autoschlüssel auf dem Tisch beim Essen liegen lassen hast und dann gehst du mal kurz auf Toilette und sie geht in der Zeit draußen ein Rauchen und dein Autoschlüssel liegt einfach auf dem Tisch oder dein Handy liegt auf dem Tisch. Oder. Und du hast es einfach da liegen lassen, im Vertrauen, dass sie selbstverständlich auf deine Sachen aufpasst. Macht sie aber nicht. Sie geht fahrlässig mit deinen Sachen um. Dann kommt sie zurück und du fragst sie, hey, sag mal, bist du gerade ernsthaft weggegangen, während meine Sachen hier liegen? Und sie checkt es überhaupt nicht und sagt, hey, ja, klar. Und du sagst, ja, wer passt denn dann darauf auf, so nach dem Motto, so ich habe die da liegen lassen, weil ich dachte, du passt darauf auf. Es kann doch nicht sein, dass du dann einfach weggehst und meine Sachen hier liegen. Was hast du denn im Kopf gehabt, als du das gemacht hast? Und dann sagt sie, warum beleidigst du mich so sehr? Warum sagst du denn ja, was ich so im Kopf hätte, etc.? Und dann bist du der Schuldige, weil dein Wording war, ja, was hast du denn eigentlich im Kopf? Aber, jetzt machen wir wieder den Pfeil dahin, hin zu, was hast du eigentlich im Kopf? Die Aktio war, sie lässt dein Zeug unbeaufsichtigt liegen. Wenn dein Zeug danach weg ist, zum Beispiel lässt du einen Laptop da liegen oder dein Handy und sie sitzt da noch und du kommst zurück und sie ist weg und dein Zeug ist weg. Wer ist denn daran schuld? Und dann dreh mal die Situation um, dass wenn sie irgendwohin weggegangen wäre und du ihr Zeug einfach liegen gelassen hättest und es wäre danach weg, du hättest niemals nicht die Verantwortung dafür übernommen. Selbstverständlich hättest du die Verantwortung dafür übernommen, weil du die Sachen, sie hat dir die Sachen überlassen und dir vertraut, darauf aufzupassen in dem Moment. Das ist selbstverständlich, dass man dann nicht einfach irgendwo hingeht. Und wenn sie dann zu dir gesagt hätte, so was hast du eigentlich im Kopf, hättest du vielleicht auch sagen können, ja, stimmt, in dem Moment habe ich einfach nicht daran gedacht, es tut mir leid, sowas kommt nicht mehr vor. Ganz einfach. Weil du Verantwortung übernommen hättest. Nächste Situation. Es gibt zum Beispiel die Situation, dass du eine gewisse sexuelle Vorliebe hast. Du willst irgendwas von ihr. Ich will da jetzt nicht in Details reingehen, es kann alles Mögliche sein. Egal was es ist, eine sexuelle Vorliebe. Und sie erfüllt diese Fantasie nicht von dir. Und dann ist es so, dass du abgeturnt bist von ihr, weil sie das nicht erfüllt. Und deine Wertschätzung ihr gegenüber sinkt natürlich. Weil sie erfüllt nicht deine Fantasien. Das senkt ja ihren Wert. Und jetzt bist du abgeturnt auf sie. Und sie beschwert sich darüber, dass du abgeturnt bist auf sie. Fehlende Wertschätzung. Fall dahin. Sie erfüllt deine Fantasie nicht. Sie hat deine Fantasie nicht erfüllt. Und jetzt kann man darüber reden, und das muss man jetzt auch. Das ist der nächste Step. Nachdem man diesen logischen Zeitstrahl gemacht hat, aus deiner Perspektive, wäre es nur fair,
wenn sie jetzt auch einen Pfeil dahin macht zu ihrer Aktion aus deiner Sicht, was dazu geführt hat, dass sie so ein Verhalten an den Tag legt. Sie sitzt nuttig da, vielleicht hat sie akzeptiert, okay, meine Mutter sitzt auch immer so nuttig da, sie hat es mir nie anders beigebracht. Daran liegt's. Okay, akzeptiert. Sie lässt dein Zeug unbeaufsichtigt liegen. Sie hatte in dem Moment im Kopf was anderes. Dummheit. Pure Dummheit. Okay, akzeptiert. Sie erfüllt deine sexuelle Fantasie nicht. Kann alles Mögliche sein. Vielleicht hat sie Komplexe aufgrund ihres Ex-Freundes. Vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Vielleicht macht ihr das nicht so viel Spaß. Vielleicht gönnt es sie auch einfach nicht. Vielleicht ist sie einfach jemand, der sagt, okay, das Befriedigen meines Partners ist mir halt eben nicht so wichtig. Und der kann mit mir machen, was er will, aber von meiner Seite aus aktionstechnisch, ja, mache ich halt einfach auch nicht so viel. Vielleicht ist deine Partnerin einfach so eine passive Tante, die da einfach nur rumliegt, wie so ein Seestern und einfach nichts macht von sich aus. Obwohl du ihr sagst, hey, ich hätte jetzt gerne das, das und das. Vielleicht ist sie einfach von ihrer Person her so und du hast einfach die falsche Partnerwahl gemacht. Das ist dann dein Fehler, das ist dann praktisch, wenn sie sagt, ich erfülle deine Fantasien nicht, weil ich bin eine passive Person, dann müsste dein nächster Fall dazu sein, meine Partnerwahl war falsch. Weil meine Kriterien an eine Freundin sind, sie sollte aktiv sein und aktiv nach Wegen suchen, mich besser befriedigen zu können und besseren Sex mit mir zu haben, weil ich im Umkehrschluss sie dann auch glücklicher machen kann. Okay. Also, du hast im Endeffekt sie nach den Gründen gefragt für ihr Verhalten. Danach sagst du ihr, dass das deine Voraussetzungen sind, die sie zu erfüllen hat, wenn sie deine Freundin sein möchte, weil das Voraussetzungen von dir sind. Weil ansonsten ist es so, dass du die falsche Partnerwahl gemacht hast und du diesen Fehler korrigieren musst. Das ist ganz einfach. Das bedeutet, wenn sie deine Kriterien nicht erfüllt, auf sexuelle Art und Weise, kommunikative Art und Weise, verhaltenstechnische Art und Weise, dass sie ihre Fehler auch nicht korrigiert oder sich zumindest mal kompromissbereit zeigt und da irgendwie in deine Richtung geht, ja, und dass man da irgendwo einen Kompromiss findet. Wenn sie das nicht an den Tag legt, dann musst du deinen Fehler, den du gemacht hast, einfach korrigieren und musst dir eine andere suchen. Das ist dann einfach so. Das Ganze Konstrukt kannst du aber nur dann machen, wenn du wirklich im Recht bist, wenn du Recht hast mit dem, was du sagst, wenn du das Ganze ordentlich begründen kannst, wenn du selber den Zeitstrahl ordentlich und richtig auch korrekterweise zeichnen kannst und auch respektierst die Dinge, die sie da hinzufügt als ihre Gründe. Und wenn du mit ihr über ihre Gründe redest etc., dass du ihre Seite auch versuchst zu sehen und auch versuchst zu respektieren. Wenn all das der Fall ist, dann bist du im Recht und dann passt das auch. Und wenn nicht, wenn du nicht im Recht bist, dann ist die einzige Variante, das zuzugeben, dich zu entschuldigen und es besser zu machen. Ganz einfach. Das ist nämlich genau das Gleiche, was du von ihr verlangst. Dass sie es zugibt, dass sie sich entschuldigt und dass sie es besser macht. Die drei Sachen, ganz einfach. Dahin muss das Ganze führen. So, und wenn du ordentlich unterwegs bist, das Ganze ordentlich kommunizierst, immer nett bist dabei, so gut es geht, weil wenn es so weit gekommen ist, das weißt du, das weiß ich, dann kochen die Emotionen hoch und dein Puffer nicht zu platzen wegen dieser Frau ist sehr gering. Und du musst dich da wirklich versuchen, am Riemen zu reißen, professionell zu bleiben. Stell dir vor, das wäre eventuell das letzte Gespräch, was ihr beiden miteinander führt. Willst du dieses letzte Gespräch wirklich auf so einer ekelhaften, aggressiven Note beenden? Ich glaube nicht. Von daher, versuch dich immer zu kontrollieren. Das wird dir auch helfen, besser an dein Ziel zu kommen und deine Ziele auch zu erreichen. Und das Ziel ist, sie gibt es zu, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie entschuldigt sich dafür und sie macht es in Zukunft besser. Und das waren die Schritte, wie du da hinkommst. Wenn du das Ganze nochmal im Detail besprechen möchtest, wie du das an deiner Stelle, in deiner Situation individuell perfekt gestalten kannst, was da eine Strategie sein könnte, weil deine Situation möglicherweise sehr individuell ist,
Sie hat möglicherweise Dinge gemacht, die ich jetzt in diesem Video nicht besprochen habe. Du hast möglicherweise Dinge gemacht, die ich in diesem Video nicht besprochen habe. Dann geh mal auf flirtempire.com, trag dich ein dort für ein kostenloses Beratungsgespräch und lass uns deine Situation mal gemeinsam miteinander besprechen, damit ich dir weiterhelfen kann. In dem Sinne, falls du es auch noch nicht gemacht hast, abonniere mal kurz den Channel und ich danke dir an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.